Wir gehen in die Großstadt. Oha. Kleiner Krebs. Little Crab Big City oder so. Keine Ahnung. Wir können hier bestimmt Sachen verkaufen. Oh Gott, das ist hier dramatische Musik. Oh Gott. Ist das ein alter Film? Die hat Öhrchen auf. Ob das Katzen von den Entwicklern sind? Sweet, sweet. Einfach die Katzen im Spiel verewigt. Oh, das würde ich auch machen. Und meine Katzen auch im Spiel verewigen. Kann man da rein in die Häuser? Nee, aber es sind jetzt so Spielkartentüren. Das ist sweet. Da, aber dem sein Haus leuchtet. Willkommen in Neukrebsling, ein Leuchtfeuer der Zivilisation mitten der gnadenlosen Gewalt des Sandes sonst dazwischen. Ein Zeugnis der industriellen Überlegenheit. Die Stadt, in der Träume wahr werden und die tragenden Säulen der Müllökonomie, die die gesamte Gesellschaft der großen Tiere schützt. Was schraubt der Typ mir denn für ein Gespräch ans Bein? Mein Name möchtest du wissen? Tortellini, stets zu Diensten. Ich heiße Neuankömmlinge willkommen. Ich freue mich riesig darüber, heute schon zwei neue Besucher begrüßt zu haben. Ist das ein Rekord? Ein bisschen. Für gewöhnlich kommen 20 bis 30 neue Leute am Tag. Aber warum? Moment mal, hast du gerade gesagt, zwei Besucher? War der andere ein Hai mit der coolsten Muschel, die jemals jemand gesehen hat? Oh, seid ihr befreundet? Kein bisschen. Ich muss den Typen die Schwanzflosse versohlen und mir meine Muschel wiederholen. Oh, ein Erzfeind also. Der heutige Tag wird immer spannender. Ich muss ihn einholen, bevor er meine Muschel an sonst wen verkauft. Kannst du mir sagen, wo er hin ist? Leider nein. Ich habe ihn überschwänglich begrüßt und dann keinen weiteren Gedanken an ihn verwendet. Ich wäre ziemlich fehl am Platz, wenn ich bereits begrüßte Zuschauer im Auge behielte, anstatt die neuesten Neuankömmlinge willkommen zu heißen, oder? Ja, kann sein. Wo muss man in dieser Stadt denn hin, um eine Muschel zu verkaufen? Da fallen mir genau vier Etablissements ein. Oha, eventuell hat es der Hai bei Schutz für Schalentiere versucht, im Luxusladen. Sollte es sich um eine antike Muschel handeln, hat er es möglicherweise an den Kurator des Museums angewandt. Andernfalls könnte er es in der Gründlerstube vorbeigeschaut haben, der Spelunke im Unterschichtbau, um sie Gesocks anzudrehen. Oder vielleicht war er beim Schmied in der Hintergosse und wollte ein bisschen Schrott dazu verdienen. Alles klar, vielen Dank. Ich sehe mich mal um. Lass die Antennen nicht hängen, kleine Garnele. Ich würde dich ja gerne herumführen. Aber solange es noch unbegrüßte Reisende gibt, ist meine Arbeit nicht getan. Und hello, Plauko. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Möchtest du Katzenbilder genießen? Ich glaube, da sind noch mal Katzenbilder. Oder kommen jetzt Hundebilder? Einfach so Katzen-Nahaufnahmebilder. Geil. Okay. Also ich gehe schwer davon aus, er verscherbelt die, also die an... als Gesocks irgendwie, was sie gemeint haben. Aber wir gucken trotzdem alles an, weil you never know. Geil. Schon fancy. Ich finde die Stadt echt ganz cool. Designed. Also, so hier mit diesen Karten. Also, ich glaube, man kommt hier nirgendwo rein, aber an sich geil. Hier die Kronen. Hier sind so Korken. Und die Schirmchen. Ach, das ist schon sweet. Ich glaube, das ist so schnell, dass man schneller von A nach B kommt, oder? Ja, da war auf jeden Fall der erste. Dann schauen wir in den einfach mal rein, ob da unsere Muschel ist. You never know. Hier kann man unsere Energie aufladen. Panzer haben wir aber keinen. Das ist so ein bisschen zählt. Aber mal gucken. Der kann man jetzt vielleicht das Zeug verkaufen, was wir halt so viel gesammelt haben. Willkommen im Schatz der Schalentiere, dem Vorzeigeladen der Schalen Tier GmbH. Wie ist das Wertebefinden, meinen finanziellen, gehandicapten Freund? Ist das so offensichtlich? Das fragst du noch. Vermutlich willst du in den Oberschichtbau einen kleinen Schaufensterbummel unternehmen. Und das muss dir auch gar nicht peinlich sein. Viele Leute bewundern unsere Luxuspanzer, wenn sie durch die Stadt schlendern. Du hast 5 Minuten, bevor aus Schlendern herumlungern wird und ich dich bitten muss zu gehen. Genieße es, mein Freund. Okay. Panzer kaufen. Oha. Schau mal, wer kann der Panzer kaufen? Ist das sweet? Ein Felixwürfel. LOL, das sieht einfach aus wie der Panzer von Lamos hinten. Krass. Oh mein Gott, ein Imposter. So eine Matroschka. Oh Gott, und ich kann ihm dann... Oh, oh. Ich kann ihn zu Mr. Krabs machen. Wie sweet.
Es ist unbezahlbar. Aber ich... Oh mein Gott! Und zum Kultanführer! Wie gut ist das denn? Was hatten Sie hier für Koops? Und als Dienstmädchen natürlich. Ei komm, Mr. Crabskin ist schon echt cool. Wir können eine Panzerversicherung kaufen. Oh Gott, du kannst gegen Mikroplastikgebühr jeden Panzer versichern, den du schon mal getragen hast. In den Mondschneckenhäusern kannst du dir dann einen versicherten Panzer aussuchen, den du wiedererwecken willst. Sehr nützlich. Das ist in der Tat sehr nützlich. Und das ist in der Tat sehr teuer. Halleluja, wir haben kein Geld, ey. Hast du vor kurzem einen großen Hai versucht, dir eine Muschel zu verkaufen? In der Tat. Allerdings habe ich ihm vorgeschickt, wir bieten hier doch nichts aus zweiter Hand an. Und selbst wenn, hätte ich kein Interesse an dem Ramsch, den er mir andrehen wollte. Doch ich habe keine Ahnung, wo er als nächstes hin ist. Okay, interessiert sich in dieser Stadt eigentlich jemand für sie? Okay, keiner interessiert es. Okay, das heißt, wir müssen zum Museum laufen und danach fragen. Neko zerstört wieder die Kiste. Das Museum war da vorne. Dann schauen wir mal, ob wir da unseren Panzer finden. Aber ich befürchte schon mal, dass es nicht geht. Aber mich würde interessieren... Okay, da tut sich gar nichts anscheinend. Okay, dann müssen wir mit dem, glaube ich, reden. Ansonsten... Oh Gott, der hat so ein Sand... Der hat ein Sandding hinten drin. So eine Sanduhr. Wie sweet. Ist in der Sanduhr noch ein anderer Krebs? Nee, das soll Sand sein. Okay. Okay, gut, wir reden mit ihm. Entschuldigung, was haben Sie? Was ist das für ein Gebäude? Hallo, Jungchen. Du stehst hier vor dem Historischen Museum von Neukrebsling. Oh, spitze, darf ich rein? Ich bitte vielmals Entschuldigung. Doch das Museum ist momentan geschlossen. Wir verpassen der neuen Ausstellung gerade den letzten Schliff. Ich bin auf der Suche nach einem großen Hai, der meine Muschel geklaut hat. Hast du ihn vielleicht gesehen? Nein, nicht wirklich. Aber wenn ich heiße Ware und das Volk bringen müsste, würde ich dann wohl in die Unterschichtbau gehen. Alles klar, okay. Das war mir fast klar, dass wir darunter müssen. Ah, aber hier können wir ein Haus bauen, also ein Safe Point machen. Sehr sweet, sehr sweet. Okay. Das war der falsche Button. Ich weiß, es tut mir leid. I missclicked. Okay. Sehr schön. Wir haben ein Muschelhäusli. Okay. Hm. Ah, ich hatte gehofft, ich kann diese Glocke läuten. Okay, wie kommen wir denn jetzt in dieses Unterbau? Ah ja, da. Das sieht nach Unterbau aus. So ein bisschen, ne? Wisst ihr, was einfach super witzig wäre? Wenn hier wirklich so die große Krabbe irgendwo wäre. So dieses Haus und so die Ananas von SpongeBob und der Stein von Patrick. Das wäre so witzig. Sweet. Ich glaube halt, der Schmied, bei dem kann man sagen... Der ist ja crazy vom Charakterdesign. Aber ich kann ihn gar nicht so angucken. Kennt ihr diese Krebse mit diesen langen, dünnen Armen? Die sehen aus wie Spinnen. Die sind so ein bisschen gruselig. Ah, hoi, Schrotti. Nettes Stück Metall hast du da. Sieht vielversprechend aus. Gibst du mir, damit ich es auf Vordermann bringe? Okay. Auf Vordermann bringen? Meinst du die meine Gabel? Das ist nur ein Stück altes Eisen, das ich in der Nähe gefunden habe. Das kannst du laut sagen. Ist ein richtig schönes Stück Eisen, Schrotti. Bring mir alten Hammerkopf. Bring mir alten Hammerkopf ein paar Relikte, die ich zerdeppern kann. Dann zeige ich dir, was dein altes Eisen alle drauf hat. Klingt nützlich. Das ist cool. Ich kann die Gabel verbessern. Wie viele Relikte habe ich denn? Ein fleckenloses Relikt eintauschen. Ich mache einfach mal ja. Oh. 5 Attacke. Wo stehen denn die? Ah, ich habe nicht genügend. Ach, kacke. Aber einmal konnte ich wenigstens aufleveln. Ich traue mich gar nicht zu fragen, aber hat ein fieser Verheil vorbeigekommen, wollte meine Muschel verschrotten lassen. Wahrscheinlich konntest du es kaum glauben, weil die Muschel edel aussah. Jo, der war hier, hab die Muschel auch direkt verschrottet. Ja. Was, ist es dein Ernst? Ich bin mir total sicher, doch. Obwohl, warte mal, hast du gesagt ein Hai? Nee, mein Fehler. Ein Hai ist hier nicht vorbeigekommen. Was sollte das denn? Ich hatte fast ein Herzinfarkt. Muss ja nicht gleich laut werden, Schrotti. Meine Ohren sind völlig in Ordnung. Okay, dann zum nächsten die Eismeerkrabbe. Oh, die finde ich super gruselig. So, da ist glaube ich der Bottom Feeders. So, die hat jetzt bestimmt unsere Muschel. Moin Jungchen, willkommen in der Grundlerstube des schicken Kneipe diesseits der Trübe. Hallo, ich heiße Krill, ich bin neu in der Stadt. Dachte ich mir schon, dass ich dich hier noch nie gesehen habe. Schick dich kennenzulernen. Ich bin Nemma. Wenn du flüssig bist, kannst du hier ruhigen Happen gönnen. Meine
Boutiers und ich freuen uns immer über Gäste. Falls du dich für blinde Passagiere interessierst, können wir dir auch anheuern helfen. Sehr cool. Jemand, der mithilft. Diese Berliner, ich kann den Dialekt halt auch nicht, ne? Und gute Nacht, Kaiser. Lieb, dass du so lange mit am Start warst. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Hast du etwa von den blinden Passagieren erwähnt? Was genau ist das? Oh, bestimmt hast du schon welche gesehen. So nennen sich die Bürschchen, die sich auf einem Panzer festsetzen. Oh, die Seepocken. Ganz genau. Wenn du genug Kohle springen lässt, kannst du eine ganze Bagage anheuern. Das kostet Geld natürlich. Hier kommen jede Menge Leute auf der Durchreise vorbei, die sie für unterwegs ein bisschen Gesellschaft wünschen. Wenn du eine größere Unternehmung planst, solltest du auch darüber nachdenken, das offene Meer wird schnell einsam. Das werde ich. Danke, Frau. Oh, nenn mich Nemmer, Kleiner. Kleiner. Ich bin keine schrumpelige alte Oma. Okay. Oha. Das wird immer teurer. Was? Oh Gott, plus 33 Angriff. Ach krass, dann kannst du den Kampfstil nochmal anpassen. Du erleidest keinen Fallschaden. Sagt sich so stark fest, dass man sie meist um... Ja, die habe ich schon. So eine Haftschnecke habe ich doch schon. Eine Seepocke habe ich doch auch. Alter. Das hat Gesundheitsentzug. Das hat quasi Lifestyle. Okay. Eine andere Krabbe. Bring dich nach dem Tod zurück ins Leben auf Kosten dieses blinden Passagiers. Oh nein. Ist er dann weg? Das wäre super sad. Okay. Ich kann Sachen wegschmeißen. Das will ich nicht. Erhöht die Kapazität. Oh, das wäre cool, aber ich habe das natürlich nicht. Jetzt fragen wir erstmal nach unserem Panzer. Hallo, ich möchte keine Umstelle machen, aber ich suche nach einem Hai, der meine Muschel geklaut hat. Ist vielleicht hier vorbeigekommen. Ich würde mich bestimmt erinnern, wenn so ein Typ reingeschaut hätte. Tut mir leid. Schon in Ordnung. Kein Ding. Okay, dann weiß ich nicht, wo er ist, oder? Jetzt sind wir alles abgelaufen. Sie muss irgendwo sein. Ich muss nur herausfinden, wo der Hai hin ist. Diese Stadt ist so riesig. Wie soll ich da jemals meine Muschel wiederfinden? Jetzt kommt er bestimmt. Ich hasse diese Stadt. Das ist laut. Warum können mich nicht einfach alle in Frieden lassen? Egal, wo ich hinkomme, immer werde ich beklaut. Oder man will mir was anderes andrehen. Kommt doch mal her, verehrter Mitbürger. Der Garnelchen. Der Krabbe Emma-Laden feiert große Neueröffnung und bietet echte Waren aus dem Wattenmeer an. Wir haben Plastik, Metall und Styropor. Wir haben sogar Müll, von dem ihr noch nie was gehört habt. Oh nein, er hat unsere Muschel. Er hat die Muschel. Lol, da ist so ein Auto gerade vorbeigefahren. Was zur Hölle? Der hat einfach ein Auto. Geil. Und er hat unsere Muschel. Wir haben die Muschel gefunden. Ist das Spiel jetzt zu Ende? Das ist meine Muschel. Im Ernst? Bin ich den Wimpf immer noch nicht losgeworden? Oh nein! Er ist der Hai! Nicht die Nerven verlieren. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich meine es ernst. Gib sie mir zurück. So ein mieser Kredithai hat sie mir gestohlen. Als erstes war der Hai ziemlich cool und super entspannt. Und zweitens hat er mir die Muschel völlig legal verkauft. Wenn du sie zurückhaben willst, musst du sie... Das musst du erst mein gesamtes Sortiment kaufen. So läuft das hier in Krabbe-Emma-Laden. Wie viel kostet mich das? Womit kann ich das überhaupt bezahlen? Kommt drauf an, was du dabei hast. Oh Gott. Ich habe ein bisschen Mikroplastik und ein Stück Faden. Diese Muschel liegt mir echt am Herzen. Kann ich dir nicht einen Gefallen tun und mach wirklich alles? Wirklich alles? Ja gut. Ich kann mir bestimmt ein paar sinnlose Aufgaben ausdenken, damit du dir die Muschel zurückverdienen kannst. Für den Anfang kannst du mir die Seepocken abkratzen. Und zwar von meinem verschwitzten... Moment mal, hast du das gehört? Was denn? Wir reden später. Die Müllinsel ist da. Die kommt immer dann, wenn ich am wenigsten damit rechne. Ich muss los, sonst ist der ganze Plastik weg. Der beste Plastik. Oh, wir unterhalten uns gerade. Welche Müllinsel? Jetzt wird quasi neuer Müll ins Meer geschmissen. Und jetzt freuen die sich drüber. Oh nein. Eine Pillendose. Ist das nicht gerade der gewesen, der nicht rauskam? Oh Gott, was passiert hier? Eine Müsli-Packung. It's totally worth it. Die Crunchies. What is that thing? I've never seen anything like it.
It's a message from the captain! It's got his face right on it! It's gotta be! Excuse me. Excuse me, please. Pardon me. Excuse me, young lady. As new Cassinia's official historian, I'm sure I can shed some light on... Oh, my God! If I'm not mistaken, this is part of a map! A map showing the way to a most valuable treasure, I say! If someone were to find its missing pieces and decipher them, why, they'd be rich beyond their wildest dreams, I say! Rich? I like the sound of that. That treasure's as good as mine. I'll be able to afford the flashy shell in the ocean, you know? Not if I get there first! Think of all the tourists that treasure could bring to our city! Well, don't you count out us bottom-siders. You'll be eating your hat when I get that treasure and fix up my restaurant. It would appear the hunt is on, I say. Oh God, the das ist jetzt die Schatzsuche. The map seems to be the forest to the north of here. May the best crab. Ist es gerade explodiert? Apologies for the interruption. Oh Gott, das sind die Bösen. I seem to have misheard something. I could have almost sworn there were some citizens here planning on unearthing some valuables. Need I remind you all how threatening the ocean is outside this reef? I'd hope it would go without saying that the duty of such a dangerous excavation would fall to the Shellfish Corporation. That would be safest for all involved. Don't you agree? Er ist so eine Kellerasse. Yeah, hear you, Roland. No problem. Then, as Shellfish Corp's CEO in this fair city's de facto mayor, I suppose no one would have any objection to my taking sole control of this treasure hunt. Are we all in agreement? Oh dear. I suppose that sounds all right with me, Chips I say. Kopf, oder? You hear what they're talking about over there? Sounds like some kind of crazy treasure hunt. Hey, kid, I just got an idea. If you can go get that treasure they're jawing about, I'll gladly trade your shell for it. For real? You'd really do that? You bet. A prawn never goes back on his promise. Oh, vor allem, er hat eine Hose an, aber ich glaube, er hat keine Beine. That treasure! Oha. Haha, yeah, you go, kid. Roland can't tell us what to do. That treasure belongs to whoever can find it first. The corporations don't control us! I suppose a little friendly competition is only fair. I hope you know what you just dove into. Der andere ist so ein Tintenfisch, der sieht super cool aus vom Design. See you in the open ocean, treasure hunters. Die sind so ninja-mäßig jetzt entkommen. Und er hat einfach so ein Tütchen. Huch. Sein Outfit war auch super geil jetzt. Oh Gott, Mann, das war ja abgefahren. Da bist du ganz schön ins Fettnäpfchen getreten, Knirps. Dieser Tintenfisch ist Rolands Gefolge, hat kein Problem damit, Leute verschwinden zu lassen. Aber du hast doch gesagt, ich soll einen Schatz für dich holen. Momentchen, das war doch nur laut gedacht. Aber das Angebot steht natürlich. So, mit dem Schatz, dann gehört die Muschel wieder dir. Na schön, wo soll ich anfangen? Hast du den alten Kauz nicht zugehört? Du musst in den Hain nördlich von hier. Ist nicht gerade ums Eck. Na toll. Aber ich habe aber keine andere Wahl. Ich muss diesen Schatz finden, ob es mir gefällt oder nicht. Ach, eine Sache noch. Wenn du da draußen Müll findest, nehme ich ihn dir gerne ab. Du bekommst auch Mikroplastik dafür. Ah, man kann aber auch Sachen beim Kaufen. Herztanksprosse, um Gottes Willen. Das Zuhause ist hier einfach mit 999.000 deklariert. Krass. Aber ich kann hier jetzt Sachen verkaufen. Ja, genau. Ich habe ja hier schon... Oh Gott, die Perle ist nur 100 wert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so Sinn macht, das jetzt schon zu verkaufen. Oder wir warten noch, ne? Und hallo, Elie Kirschus. Reich aus. Müssen wir mit denen reden? Die haben alle so ein... Große Garnele, wie aufregend. Ich schließe mich der kleinen Schatzsuche an, damit meine Follower nichts verpassen. Was sind denn bitte Follower? Na, Follower, weil Leute, die mir folgen, weil sie unbedingt wissen wollen, was bei mir so abgeht. Willst du mir echt weismachen, dass du keine Follower hast? Leute. Grill hat einfach keine Follower. Ach du liebe Güte, war schlechte Schatzsuche. Normalerweise liest man davon nur in den Büchern für kleine Krebskinder, ob wir dem Hai zu tun bekommen. Oder mit einem riesen Bootswurm.
Riesenborstenwurm. Oder mit einer fürchterlichen Monstrosität in den Tiefen des Abflusses. Ich hoffe nicht. Okay, ich glaube, das können wir ignorieren und können da jetzt einfach lossprinten. Tschüss, Reitschaus. Wir spielen Another Crypt's Treasure. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt noch in die neue Area. Ich glaube, die war in die Richtung. Ich weiß es jetzt gar nicht. Schauen wir mal. Es klang zumindest so. Die haben gesagt, ich muss in die Richtung. Ich glaube, das machen sie schon sehr... die sind da schon sehr human, wie man so voranschreitet in dem Spiel. Das ist schon sehr linear alles, aber das ist ja nicht schlimm. Das ist hier ganz cool. Ich glaube, da geht's weiter, oder? Geht's hier runter? Am Ende sage ich jetzt so easy peasy, ja, ja, da geht's hin. Und in Wirklichkeit so, mm-mm. Aber süß, hier haben sie mir zu schwimmen was gebaut. Das ist der kleine Krebs, wo das Haus geklaut wurde. Ja, genau. Und das ist so ein Souls-like-Game. Wir haben jetzt heute schon ein paar Endbosse gemacht. Was heißt Endbosse? Doch, es waren Bosse. Es waren... Wir hatten einen Bossbalken. Wir haben ein paar Bosse gemacht. Ich glaube, wir müssen da runter. Dieser Rettungsring ist neu. Den kenne ich noch nicht. Es ist so ein Souls-like mit Krebsen. Und bisher echt... Ja, Souls-like niedlich. Aber... Ganz schön tough auch, an manchen Stellen. Oder ich bin einfach schlecht, das kann auch sein. Aber der Humor ist tatsächlich recht lustig. Also die anderen Bewohner sind schon auch so vom Humor echt funny drauf. Uah! Der mit dem Wattestäbchen hier. Oh, ich hab einen Piekser. Die sind abgegradet. Jetzt ist mein Panzer kaputt gegangen. Man merkt, dass wir jetzt in einem neuen Gebiet sind. Man merkt man es in einem neuen Gebiet. Die machen sofort mehr Schaden. Und ich habe keinen Panzer. Das ist gerade das Allerschlechteste. Ich bin gestorben. Ich komme in Bikini World. Das Problem ist, wenn du keinen Panzer hast, nimmst du so ungefähr den dreifachen Schaden, habe ich so rausgefunden. Du verlierst jetzt auch all dein Mikroplastik. Und musst jetzt wieder dahin laufen.